Tja, sind wieder bei Dr. Country Tropical Freeze. Beim letzten Mal sind wir in die letzte, in die fünfte Welt bekommen, nicht in die letzte. Beim letzten Mal in die fünfte Welt, so. Und haben eine 5-1 gemacht, den ganzen Part durch und jetzt kommen wir zum Zuckerfass zum Abheben. Das klingt ja schon fast nach einem Raketenlevel. Würde ich jetzt spontan behaupten. Und direkt als zweites Level ein Raketenlevel wäre auch nicht gerade sehr nett, aber naja. Oh, Regenbogen. Schöner Regenbogen. Wirklich schön aus. Und diese Marmeladenwasserfälle oder was? Das war. Oh, das war wirklich ein Bonuslevel. Endlich hat es sich mal gelohnt, hier immer wieder in den Anfang zurückzulaufen. Achso, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, komm mal wieder her. Dann einmal hier runterfallen lassen. Hier wieder hoch. Und wieder hier runterfallen lassen. Und hier wieder hoch. Und hier runterfallen lassen. Und. Lass mich mal hier nochmal runter. Fünf Puzzleteile. Das schreit nach einem Raketenlevel. Ja. Das ist so schön, dieses Raketenlevel. Ich springe erstmal voll an der Rakete vorbei. Wow. Habe ich das gerade ehrlich getan? Bin ich einfach gerade... Wow. Du bist aber gerade echt sehr schnell gefallen, mein Lieber. Au. Hat er das ein Puzzleteil gegeben? Höchstwahrscheinlich. Huch! Oh! Okay, ich hatte nicht gewusst, dass der jetzt direkt auf meiner Bahn ist. Okay! Raketenlevel aus anderer Perspektive. Meine Güte, bin ich aber gleich für einen Moment sehr schnell gefallen. So, hier unten war das, ne? Fängt das mit dem Bananen an. Ah, verdammt. Moment, aber du hast das K. Was bist du denn? Oh, verdammt. Ich hätte mal... Okay. Ich hätte auch mehr auf mich selbst achten sollen und nicht einfach auf das Ding, weil dadurch habe ich einen Treffer gerade abbekommen. Interessantes Level. Auf jeden Fall. So, versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Einsammeln. Echt? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Das möchte ich jetzt haben. Ich weiß auch nicht, warum ich da plötzlich bis so weit nach oben gezogen bin. Weil wenn da schon jetzt ein Puzzleteil freigeschaltet habe, dann möchte ich das auch bekommen. Das ist ein Argument weniger, das Level dann nochmal spielen zu müssen. Also nichts gegen das Level, aber... Wir wollen ja wenigstens noch ein bisschen was schaffen hier. 100% mäßig und so, ne? So. Jetzt haben wir jetzt unten die... Bist du eigentlich eine Himbeer? Wow! So, dann das K holen. Dann kommt der Typ nochmal. Diesmal nicht von ihm ablenken lassen. Beim ersten Treffer habe ich einfach ablenken lassen und bin dann voll... So, jetzt nach oben. So, wieder hoch. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Was machst du jetzt? Du schießt mit Pinguinen. Okay. Und tschüss. So, da muss ich wieder wahrscheinlich sammeln. Verdammt. Au! Jetzt sind wir wieder so rum. Ach, du bist zurück. Gut. Da oben wäre ein Herz gewesen. Dammit. Wow. Ach so, das fällt runter. In die Richtung. Ich habe wahrscheinlich eh schon wieder ein Puzzleteil verpasst, von daher. Naja, erstmal unten. Jetzt noch. Erstmal oben, dann unten. So, hier die paar einsammeln. Ah, oben bleiben. Nee, unten bleiben. Ah, da oben war das O. Ich hab vergessen. Zumindest können mir die Bananen dort egal sein. Naja, ich sehe schon, komm, wir werden pro Part wahrscheinlich noch ein Level schaffen oder so. Statt zwei.
Weil ich mich aber immer blöd anstelle. Vielleicht ist einfach, wie gesagt, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, vielleicht ist heute einfach nur der Wurm drin, dass ich gerade irgendwie nichts hinbekomme. Und mich zum Beispiel wieder treffen lasse, so doof. Nein, Moment, unten. Nicht so weit unten. Ja, zumindest müssen wir nicht allzu viel nachholen aus dem ersten Level, weil da nur ein Puzzleteil fehlt. Was trotzdem heißt, wir müssen trotzdem das ganze Level nochmal machen. So, ich fliege mal oben. Was? Ja, okay, ich habe zumindest das Ding noch wieder bekommen. Ja, nee, Moment. Unten fliegen? Ich habe das auch schon wieder verpasst! Ich glaub's ja wohl nicht! Wie kann man nur so blöd sein? Ich muss einfach nur ein bisschen tiefer fliegen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, das war gut. So, einfach hier oben fliegen. Wenigstens das Herz schon mal wieder. So, und jetzt einfach nur auf der Höhe. So ungefähr. So. Jetzt mal den Pinguinen ausweichen. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Oh, hier ist ein Checkpoint schon. Wieder? Okay, will ich mal nicht meckern. Oh, diesmal? Bitte. Oh, da wäre ein Puzzleteil gewesen. Das dritte? Fragezeichen? Das dritte. Also wahrscheinlich das vierte, weil ich habe schon sicher eins verpasst. Okay, dann versuchen wir da die Sachen einzusammeln. Ich denke mal, das war natürlich so die Voraussetzung, damit das da hinten erscheint. So. Klatscht doch sicher gleich runter, oder? Oder auch nicht? Huch. Wo sind wir jetzt? Geht schon wieder gelandet. Ach, guck mal. Mein liebster Freund ist wieder da. Au. Und stellt mir so ein paar Sachen in den Weg. Was zum Teufel machst du da? Was? Was hat mich erwischt? Von welcher Seite bitte aus? Was? Also manchmal denke ich vielleicht so von dieser Vorderansicht aus, ne? Wenn da Sachen von der Seite kommen, frage ich mich echt, wo soll ich jetzt den ausweichen? Ich habe jetzt echt nicht gesehen, was mich jetzt insgesamt getroffen hat. Jetzt holen wir uns mal die Sachen, weil immerhin sind das... Bananen und Bananen bringen Leben. Da gleich noch mein Leben hoch. Ja. Vielleicht hole ich mir das mal. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay. So. Der kann mich nicht treffen. Ich bin schon wieder in die gleiche. Oder wäre ein Herz gewesen. So, was hat mich jetzt getroffen eigentlich? Die nicht. Ach, die Orangen. Oder was auch immer das waren. Da wäre das G. Das G? Wo habe ich das denn schon wieder verpasst? Och nee. Lass mich raten, ich habe das Ende hier weiter links verpasst. Oh. Und habe ich es irgendwo hier verpasst? Nee, ich sehe jetzt aber auch nichts, wo ich hier irgendwie ein Ende ist oder so. Ach, da! Oh, gut. Hätten wir das schon mal. Hoch. Wow. Was hat der für seinen Kopf verloren? So. Oben. Ne, oben war das erste, ne? Genau. Und jetzt nach oben. Und da war ein Herz. Das war zu tief. So, hier runter. Und jetzt hier wieder hoch. Jetzt wieder runter. So, was machst du jetzt? Ich bleib einfach mal tief. Das war ein bisschen zu tief. Wenigstens sind wir fast mit dem Level durch. Und verpasst habe ich trotzdem wieder 1000 Sachen. Aber ist ja bei den Raketenlevel ja keine Seltenheit, weil... Naja. Die ganzen Bananenspuren da folgen ist nicht gerade leicht. Drückst du einmal ein bisschen zu weit nach oben und dann hast du schon verpasst. Und mir das Ende einfach die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, weil ich immer den Bananen gefolgt bin. So viel zufolge den Bananen. Wenigstens kann ich mir immer wieder ein Leben holen.
bin noch bei 59. Wow, wir hatten mal 99. Vor einiger Zeit. Au. Nein. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der Mitte bin ich relativ sicher vor beiden Früchten. Kann ich aber nach ganz oben fliegen? Ja, oben war ich jetzt auch relativ sicher. Da ist auch nichts mehr drin. Hat die Flasse... die Frasse? Was? Nein. Ist doch sicher was drin. Hat die Pflanze im Hintergrund gerade den Pinguin gefressen? Ah! Sag doch, da ist hier irgendwo was. Oh Gott. Sie sehen mich schon wieder versagen. Sammeln wir erstmal die ganzen Sachen hier am Rand. Nein! Bleib doch da drauf. So, hätten wir das schon mal. Okay, das wird knapp. Moment, Moment. Jetzt müssen wir es mal so machen. Und die eine Banane noch. Yes! Okay, dann haben wir im Endeffekt wieder nur einen Puzzleteil verpasst. Ein Puzzleteil geht noch. Ich glaube, jetzt versuche ich wieder das Decay zu erwischen, damit ich vielleicht ab und zu noch mal ein paar Leben bekomme. Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal ehrlich bin. Alles Level, die ich nochmal machen muss. Eieiei. Ah, ein Secret Level. Melone zum Quadrat. What? Okay. Vielleicht kommt ja mal angenehmes Level. Bitte. Meine arme Seele braucht gerade ein schönes Level. Wann da links rein? Ein Fass vielleicht? Moment. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Nein. Dann gehe ich hier weiter. Okay. Die kann mich zumindest nicht damit schädigen, wenn ich schnell genug rausgehe. Ist da was? Ah ja, jetzt verstehe ich auch, warum Melone zum Quadrat. Das sind quadratische Melonen. Moment, Moment, Moment. Ich hab da oben noch was gesehen. Ich muss nur mal schnell. Also quadratische Melonen sind das auf jeden Fall nicht. Okay, komme ich da hoch? Brauche ich da Dixie? Didi? Brauche ich da Dixie wahrscheinlich dafür? Nee, ich brauche da Didi oder Dixie. Vorzugsweise Dixie. Wow! Schlägt mir mal zu. Und. Und da haben wir sogar einen. Was bist du denn für einer? Geh mal weg. Okay. Sogar, glaube ich, eine Eule, um damit man wieder zurückkommt, oder? So, warten wir noch, bis die eine runterfällt. Ja, und so können wir hier nach oben hin. Denn ich habe hier gesehen, hier hinten ist was. Hm, okay, das ist ein angenehmes Bonuslevel. Denke ich zumindest. Na gut, die eine kriege ich gleich auch noch. Und... geschafft. Ich sag doch, ein angenehmes Bonuslevel. 1 von 5. Ah, okay. Das hat nicht so viele. Gebe ich mir mit zufrieden. So, dann gehen wir hier mal weiter. Warten noch, dass die zerschnitten werden. Aber ich komme auch, glaube ich, mit Dixie so hoch. Ja.
Oh, du schießt sogar. Wow! Du schmeißt hoch, stimmt ja. Habe ich irgendwie gerade total vergessen, dass er nach oben schmeißt. Nicht nach vorne. Hat da gerade nochmal der... Oh nee, die Dinger. Hat da gerade der eine Typ von da hinten nochmal nach mir geschmissen? So, hier, für dich. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht sonst irgendwo... Moment, da kann ich doch sicher drauf. Nach links? Ich meine rechts. Das bringt mir echt gar nichts. Echt jetzt? Nee, das bringt mir echt gar nichts. Jetzt? Nein. Was hast du aktiviert? Hier irgendwas jetzt? Ich habe keine Ahnung, was der aktiviert hat. Ach so, der hat aktiviert, dass das Ding nicht weiter hackt. Ah. Okay. Beobachten wir das kurz mal. Nein, lass mich los, lass mich los. Ich möchte nicht gefressen werden. Ich habe keine Lust, gerade irgendwie als Mittagessen für eine Pflanze zu enden. Okay, okay. Das O. Wird das K schon? Ja, habe ich. What? Oh, okay, ich muss mich beeilen. Moment, haben wir da noch irgendwas? Nein. Aber da haben wir das N. Oh, hier geht's nicht weiter. Okay, ich bin tot. Ich bin da nicht mehr runtergekommen. Dummit. Ja, man sieht sogar, wo was kommt. Ab hier. Uiuiui. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Das O holen und... Was? Was? Achso, beim letzten Mal bin ich da durch Dixie durchgekommen, aber... Was? Nee, zurück komme ich ja nicht... Nee, 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 Moment. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet. Ja, zurück komme ich ja nicht, weil... Ah, diese eine Hacke da. So, Moment, wir warten mal, Moment. So, hier einer. Hier einer. Hier einer. Achso, hier zurück. Und jetzt hier hin. Ich bin nur wegen Dixie so gut nach vorne gekommen beim letzten Mal. Schnell durch. Schwing bitte wieder mal zurück. Danke. Geh dann mal. Oh Gott. Ich hoffe, das Ding folgt mich jetzt nicht weiter. Gehen wir erstmal jetzt dahin. Moment, da oben ist doch was. Ja, komm. Du nimmst mich gerne mal auf, ich hau dich eh wieder weg. Oh, hallo Puzzleteil. Ach, der Secret Exit. Nee. Ich weiß jetzt, wo der ist. Relativ leicht zu holen. Dann holen wir den nachher, wenn wir hier einmal durch sind. Ich möchte erstmal den normalen Exit holen. Weil jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was gesammelt. Kann ich einfach durch? Das frisst mich mal auf. Ich habe das Gefühl, irgendwann mal muss ich die einfach alle besiegen. Und krieg dann was dafür. Dass aus einer plötzlich ein Puzzleteil rauskommt oder so. Wow! Ah, das ist das G. Ich könnte jetzt nochmal zurücklaufen. Nee, nee. Wir machen das Level erstmal jetzt normal zu sein und danach holen wir uns einen Secret Exit. So. Oh! Natürlich schlägst du mehrmals zu. Ja, Moment. Okay, hier ist sonst nichts. Jo. Oh. Oh, nee. Du schon wieder.
Hier wird mir sogar Dixie empfohlen. Okay. Oh, schnell runter. Oh Gott. Oh Gott. Na, wenn hier mal nicht irgendwo ein Puzzleteil ist. Verdammt. Oh Gott. Oh, holy. Puzzleteil? Nein. Puzzleteil? Nein. Okay, ich bin weiter. What? Wie es mich verarscht hat. Also nur Bananen. Also eine Münze. Da kommt doch sicher irgendwann ein Puzzleteil für einen ganz kurzen Moment oder so raus. Da. Ich sag's doch. Puh. Ich hab's geschafft. Haben sogar alles bis auf ein Puzzleteil gefunden. Und wir wissen, wo das Secret Exit ist. Und der ist zum Glück nicht so schwer zu erreichen. Dann kann ich jetzt versuchen, direkt mal das, also nicht jetzt, sondern im nächsten Part dann direkt das Puzzleteil mitzusuchen. Ich hoffe einfach nur, es war vor dem Secret Exit. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!